Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich eine kleine Challenge vor mir und zwar habe ich mir überlegt, ich möchte einen Weihnachtslook mit dir zusammen schminken. Relativ ungeschnitten tatsächlich und das in nur 30 Minuten. Ob ich das schaffe, denn normalerweise dauern meine Looks, die ich so schminke, so vor der Kamera, so, ja, 1,5-2 Stunden. Also, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es wird auch eine kleine Verlosung geben und zwar verlose ich das Lavender Luxe Pinsel Set von BH Cosmetics. Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Es ist ein kleines Weihnachtsgeschenk von mir an dich. Also, ne, viel Spaß, viel Erfolg, los geht's. Ich starte einfach mal mit einem Primer, da habe ich von How Cosmetics das Pearl Shine Elixir. Das ist einfach eine Bank für mich, ne? Da weiß ich, dass der funktioniert, dass der auch einfach gut aussieht, dass er mir Glow spenden wird, dass er meine Haut pflegt und das ist mir halt gerade jetzt so auch, das ist ja ein Weihnachtslook für mich, ne? Eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Ich habe viele Rötungen, also mein Gesicht sagt tatsächlich, hallo Claudi, vielen Dank, dass du so viel Weihnachtsstress gehabt hast und dass du so viel Süßigkeiten gegessen hast. Also ja, wenn ich so dran denke, wenn ich am Videoschneiden sitze, dann esse ich auch mal eine ganze Tüte Fudge oder eine ganze Tüte M&M's. Aber die billig M&M's sind die Pindas. Ich glaube, die kommen vom Rewe. Und ja, ne? Deswegen, das dankt mir meine Haut dann mit entsprechenden Pickelchen. Und ja, so ist das eben im Leben. Aber ich schaffe das. Ich komme damit klar. So. Gut, dann haben wir das Gesicht schon mal soweit geprimed. Ja, als Foundation verwende ich hier von Zoeva die Authentic Skin Foundation. Ich habe die Farbe 050N Beautiful und ja, da gebe ich mir heute tatsächlich mal ein Pumpstößchen hier auf meine Hand und verteile es mit dem Pinsel in meinem Gesicht, weil ich eine höhere Deckkraft haben möchte. Und wenn du es mit dem Pinsel aufträgst, hast du immer eine höhere Deckkraft, als wenn du es nur mit dem Schwämmchen machst oder nur mit den Fingern. Genau. Und das geht hier einfach so. Da brauche ich dann auch ein bisschen mehr tatsächlich, weil heute ist einfach mal ein bisschen mehr Deckkraft gefragt. Und da habe ich hier so einen Pinsel von Luvia aus dem Prime Vegan Pinsel Scent. Und ja, der ist okay. Bin zurzeit ein bisschen faul, was Pinselwaschen angeht. Deswegen habe ich aktuell nicht meine Pinsel da. Das muss ich tatsächlich mal machen, aber naja, vielleicht morgen oder so. Morgen vielleicht. Morgen ist immer so ein schöner Termin für Dinge, die man erledigen muss, aber worauf man so nicht so wirklich Bock hat, ne? Ja, morgen. Ich trage übrigens einen Weihnachtspullover, den kann ich dir unten mal in der Infobox verlinken. Das ist ein Weihnachtskleid. Ich habe das tatsächlich auch schon in verschiedenen Farben. Also ich habe das in schlicht rot, in schlicht rosa und in schlicht grau und jetzt halt hier in grün mit diesem Nikolaus drauf. Und ich finde, es passt jetzt einfach mal heute rein. Ne? Dann nehme ich mir mein Real Techniques Blenderchen und blende die Foundation in mein Gesicht ein, weil so habe ich die jetzt ja einfach nur relativ grob verteilt und so kann ich die zum einen ins Gesicht einarbeiten und zum anderen auch noch etwas besser verteilen. So Haaransatz ist bei mir immer so eine Kiste. Um die Nase drum zu Stirn, ja, ne? Das ist nun mal so. Hinterm Ohr auch immer schön verblenden. Und den Hals runter, weil irgendwie mein Gesicht und mein Körper passen irgendwie grundsätzlich nicht so gut zusammen. Aber ich gebe alles. Wenn man nachher dann noch andere Produkte verwendet, Blush, Bronzer, Blush vor allem, Blush am Hals, ne? Wer kennt die nicht? Nein, aber ein Bronzer oder halt das Puder, dann verblendet sich das alles ein bisschen besser. Jetzt habe ich hier den Maybelline Instant Anti-Age Löscher in der Farbe 03 Fair. Gebe ich mir erstmal hier unter den Augen auf. Dann auf Rötung 1, Rötung 2, Rötung 3 und überhaupt und sowieso auf den Knutschfleck, der immer noch nicht verblasst ist. Jo, und arbeite das dann auch entsprechend mit dem Beauty-Schwämmchen ein. Ach, das ist so ein gutes Produkt, weil das einfach so funktioniert, ne?
Also sowohl das Schwämmchen als auch der Concealer. Ich merke gerade, ich hatte diesen Schwamm letztens mal wieder. Also ich wasche meine Schwämmchen ja immer in der Waschmaschine und im Trockner. Ich glaube, da ist ein Hundehaar drin. Muss ich demnächst mal rausfuddeln. Das merkt man dann immer. Wie wäschst du eigentlich deine Schwämmchen? Machst du das mit der Hand? Machst du das in der Waschmaschine? Wäschst du die gar nicht? Benutzt du gar kein Schwämmchen? Das würde mich mal interessieren. Also ich habe tatsächlich, ne, wenn es gute Schwämmchen sind, dann kann man die wirklich in der Waschmaschine packen und dann später auch in den Trockner rein. 1A, das funktioniert bei mir immer ganz gut. Also abgesehen von den Hundehaaren, die sich dann vielleicht mal drin verirren, aber das ist nicht so schlimm. Dann habe ich hier von Too Faced das Born This Way Puder. Da muss ich mir immer derbe hier in den Deckel geben. Also loses Puder finde ich persönlich eigentlich ganz toll. Achso, ein Schwämmchen unter den Augen. Finde ich persönlich eigentlich schön und auch softer als gepresstes Puder. Aber das Problem, was ich dabei immer habe, ist, dass man das halt echt immer doof rauskriegt. Und dann muss es in den Deckel machen und rumfuddeln. Das finde ich ganz furchtbar. Das mag ich nicht so gerne. Das finde ich umständlich. Naja. Dann kommt das Ganze hier auf mein Gesicht. Um halt die Foundation und den Concealer und hast du nicht gesehen und alles zu setten. Natürlich nimmt das immer noch ein bisschen Glanz. Aber das Ding ist, deine Haut ölt ja auch im Laufe des Tages nach, sodass sich die natürlichen Öle deiner Haut mit der Foundation und dem Puder und so weiter verbinden. So dass man, wenn man ein Mensch ist wie ich, der halt gerne Glow mag, auf jeden Fall über den Tag auch noch Glow bekommt. Also da braucht man keine Angst haben, dass wenn man so das Gesicht abmattiert oder abpudert, wo ist es hin da, dass man dann zu sehr pudrig aussieht über den Tag und dann irgendwie, ne, Cakeface und so. Also bei mir jedenfalls nicht, weil ich habe jetzt keine ultra trockene Haut. Ich bin da eher so der, im Winter bin ich tatsächlich eher der Typ, Mischhaut, ölige Haut, so ein bisschen, ne? Das merke ich halt auch an den ganzen Unterlagerungen und so weiter, die ich jetzt so bekommen habe. Das ist echt, also, meine Haut hat sich verändert. Ich habe ja im März, war das ja, glaube ich, meine Pille auch abgesetzt. Also seitdem, meine Haut verändert sich ständig. Man sagt ja eigentlich, alle 7 Jahre verändert sich die Haut. Und bei mir alle 7 Minuten. Ich weiß es nicht, es ist super anstrengend, aber naja, da habe ich halt das Glück, dass ich hier genug Produkte habe, mit denen ich meine Haut entsprechend dann pflegen kann und womit ich sie glücklich machen kann. Milk Chocolate Soleil von Too Faced ist der Bronzer, den ich verwende, ne? Ich liebe ihn. Und genau, da sollte man dann halt wirklich, also ich denke mal, wenn man drüber nachdenkt, die Pille abzusetzen, sollte man sich natürlich darüber im Klaren sein, dass sich alles verändern kann. Also die Haut kann sich verändern, dein Wesen halt auch ein Stück weit, ne? Also ich bin sanfter geworden, weil ich halt nicht mehr diese extremen Stimmungsschwankungen habe, die mir die Pille nun mal verschafft hat. Das finde ich sehr angenehm. Also ich finde, ich bin einfach für mein Umfeld auch ein bisschen umgänglicher geworden. Und ja, also das war auf jeden Fall die größte Verbesserung, die ich gemerkt habe, eben, dass ich keine Stimmungsschwankungen mehr habe, dass ich ja einfach auch irgendwie besser drauf bin und nicht mehr diese traurigen Phasen dann mit drin habe. Manchmal habe ich die schon noch, ja, aber das ist dann halt einfach ganz normal, denke ich, ne? Nicht jeder Mensch ist immer glücklich, also auch hier möchte ich sagen, ich bin auch nicht immer glücklich, aber ich bin ja nicht immer glücklich, aber ich bin zufrieden, sage ich mal so. Also das ist so die Grundeinstellung von mir. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich bin total zufrieden mit meinem Job. Ich bin sehr glücklich mit meinem Freund. Und ja, ne, also das auf jeden Fall. Deswegen, also da ist mittlerweile ein bisschen mehr Ruhe in mich hineingekommen und das ist auch ganz gut so. Es tut mir auch sehr gut und es tut meinem Umfeld gut und es tut allen gut und ja. Das ist auch ganz gut so. Läuft bei mir. Okay, ja, genau. Und was das Thema Regelschmerzen angeht, durch Pille absetzen, hat sich in dem Sinne verbessert, dass meine Tage nicht mehr so lang da sind. Also ich habe jetzt tatsächlich nur 2-3 Tage meine Tage und das war's. Also das ist total schnell vorbei, der
Graus. Jetzt habe ich hier Love Blushment Blurring Blush Nummer 60 Be the Next CEO. Genau. Wollte ich sagen. Genau. Regelschmerzen, ne? Habe ich halt dann kürzer. Und das ist dann halt das, was ich ganz gut finde für mich. Und womit ich sage, okay, das ist ein Kompromiss, den mein Körper und ich damit geschlossen haben. Und ist okay. Also von daher, ja. Hey Leute, es ist Weihnachten. Man kann gerne einen Schimmerblush tragen und auch ein bisschen übertreiben, oder? Ja. Und dann habe ich meine Regelschmerzen auch in dem Sinne mit in den Griff bekommen, dadurch, dass ich ja die Menstruationstasse nehme. Die kann ich tatsächlich nicht immer nehmen. Also da muss man wirklich intensiv schauen, ob man damit klarkommt. Ne? Ich kann ihn nicht jeden Tag einsetzen, weil ich einfach entweder zu stark unterwegs bin, dass es einfach nicht genug wäre, oder weil ich halt einfach unentspannt bin und ja, da nicht die Ruhe für finde, mir die entsprechend zu setzen. Also ich muss jetzt da drunter noch ein bisschen Bronzer setzen. Die Verpackung die ist schön, aber die lässt sich doof öffnen vom Bronzer. Einfach um hier noch ein bisschen mehr matte Geschichte reinzubringen. Genau. Also da sollte man sich vielleicht wirklich zum einen mal mit der Frauenärztin absprechen. Deswegen, ich hatte mal überlegt, dann ein komplettes Video drüber zu machen. Ich habe es gelassen, weil es einfach zu schwierig ist, darüber ein pauschales Video zu machen. Ne? Das geht einfach leider nicht. Naja, jetzt habe ich hier Better Than Platinum von Catrice. Warum habe ich eigentlich noch diese... Ich hasse diese Umverpackung, genau. Und ja, dann nehme ich den Ton Golden Coral hier in der Mitte. Der knallt, ne? Aber das will ich ja auch, weil es ist ja Weihnachten. So, auf jeden Fall, Menstruationstasse ist auch immer eine Frage, wie bist du geformt von innen halt und funktioniert das dann auch für dich? Deswegen am besten mit der Frauenärztin einmal absprechen. Da gibt es ja auch verschiedene Größen und so weiter. Und bevor du dann irgendwie dir was versuchst einzusetzen und dann nicht mehr rausbekommst, sprech das mit deiner Frauenärztin ab. Ne? Also das ist definitiv, und ich bin keine Frauenärztin, ich habe keine medizinischen Kenntnisse. Deswegen möchte ich da jetzt auch nicht irgendwie eine Empfehlung oder sowas aussprechen. Ich kann halt nur meine Erfahrung mit dir teilen oder mit euch teilen und sagen, dass es für mich eine große Erleichterung im Sinne von weniger Schmerzen ist, dass ich halt da einfach besser klarkomme in meinem Leben. Und ja, ne, hier habe ich jetzt Anastasia Beverly Hills, die Soft Glam Palette. Komm mal näher ran hier. So. Ich nehme auch den Pinsel, der hier mit drin ist. Und ich benutze sie jetzt tatsächlich das erste Mal, was in einem 30-Minuten-Make-up natürlich großartig ist. Mit Tempera wird erstmal mein Lid gesettet, obwohl der ein bisschen Schimmer drin hat. Genau, und ansonsten, ja, geht's uns hier ganz gut. Oben haben wir alles gespachtelt. Jetzt müssen wir so langsam mal zusehen, dass wir das akrylisiert bekommen auch. Sprich, dass wir, ja... da sind Rigipsplatten unter den Decken, dass wir da Acryl dran machen, damit ich das dann später besser tapezieren kann. Ich weiß noch nicht, ob ich die Decken wirklich tapezieren werde. Jetzt gehe ich in die Farbe Burnt Orange. Oder ob wir sagen, nee, wir machen dann einen Putz drauf oder sowas. Also da sind wir noch nicht ganz, wissen wir noch nicht genau, wie wir das machen werden. Aber... wir haben da einfach Zeit mit, ne? Es ist nicht so, dass es uns wegrennen würde und wir machen uns da auch einfach keinen Stress mit. Das will ich einfach nicht, weil Stress ist etwas, Stress macht keinen Spaß. Das muss man mit Ruhe machen und mit Sinn und Verstand und dann kriegt man das alles auch hin. Aber wenn du da jetzt irgendwie überhastet rangehen würdest und irgendwie den Hammer oben schwingst und weiß ich nicht, dann macht das alles einfach keinen Spaß. Also... nach und nach. Es ist gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit ein bisschen schwierig da. Siehst du halt nichts oben, ne? Und jetzt meinen Weihnachtsurlaub dafür zu opfern, im wahrsten Sinne des Wortes, wollte ich auch nicht.
weil ich brauche halt auch mal Urlaub, ne? Ein bisschen Entspannung, ein bisschen Ruhe, ein bisschen runterkommen. Und ich sehe, dass der Highlighter ein bisschen krass geworden ist. Jetzt nehme ich Rustik und vertiefe die Lidfalte mal ein bisschen. Ja, also im Großen und Ganzen geht es voran, aber halt in kleinen Schritten oben. Aber das finde ich auch ganz gut so. Also wenn ich dran denke, als wir hier unten renoviert haben, haben wir das komplett in 6 Wochen gemacht und unsere ganzen Freunde dazu auch animiert, uns zu helfen. Das haben die auch sehr gerne gemacht. Wir helfen uns hier halt alle allgemein immer sehr gut. Aber es war schon wirklich eine Herausforderung für alle, weil das halt alles sehr schnell gehen musste. Und deswegen war das halt auch extrem stressig und das würde ich persönlich jetzt nicht nochmal haben wollen, beziehungsweise gerade nicht für eine Mietwohnung, ne? Also wenn es nicht mal für einen selber dann genutzt wird, sondern halt jemand anders nutzt dann die Wohnung, hast du halt nicht so die Motivation, wie wenn du das halt für dich selber machst in deiner eigenen Wohnung. Deswegen dauert das bei uns etwas länger, aber das ist nicht schlimm. Da kommen wir mit klar. So, wunderschön. Also da habe ich jetzt eine schöne Lidfalte mit Vertiefung hingekriegt. Gefällt mir. Dann werde ich jetzt Fairy innen reinsetzen. Innen vor allem, ne? Boah, ein schöner Schimmer. Oh, das ist echt feenartig. Schöne Sache. Sehr, sehr schöne Sache. Ja, ich sag auch immer, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen, ne? Wenn du alles immer nur hektisch und schnell machen willst, macht das irgendwann halt auch keinen Spaß, ne? Ich möchte auch vielleicht mal ein bisschen Situationen genießen dürfen und nicht immer nur alles übereilt machen. Das Leben ist zu kurz, um es an einem vorbeiziehen zu lassen. Schön. Schön, schön, schön. So, jetzt nehme ich die Farbe Rose Pink. Die hier. Setze die quasi daneben. Oh, da kommt aber viel raus. Oder habe ich auch Fallout? Okay. Bin ich jetzt ein bisschen zu intensiv reingegangen? Krümmelt auch sehr hier in der Palette. Muss man ein bisschen aufpassen. Aber das ist ja das, was bei Anastasia-Paletten auch immer gesagt wird, ne? Dass man da immer vorsichtig mitarbeiten muss. Weil die halt sehr, sehr pigmentiert sind. Das heißt, sie geben auch viel Farbe ab. Aber man darf dann auch nicht zu intensiv reingehen, weil sonst kriegst du das alles nur krümelig hin. Das wollen wir ja nicht. Ja, und außen gebe ich mir dann natürlich die Farbe Soul Tree so ein bisschen auf. Jedenfalls versuche ich das, ne, weil das ist jetzt sehr, sehr schimmernd. Vorsichtig rein. Und muss man. Es ist ein bisschen gröber. Ja, getupft geht das. Die tupfe ich mir dann hier so rum. Könnte man natürlich auch irgendwie nass machen oder so, aber ich möchte eigentlich ja immer die Paletten so verwenden, wie sie sind und gar nicht irgendwie, eigentlich, upsala, möchte ich gar nicht so Cut Crease oder Pinsel anfeuchten oder so. Bei mir sollen die Paletten funktionieren. Dafür habe ich sie gekauft, dafür habe ich dann gegebenenfalls auch wie hier bei so einer Palette richtig viel Geld ausgegeben. Wobei die habe ich ja praktischerweise in so einem Bundle bekommen. Habe ich dann Glück gehabt. Jo. Ne? So schimmer ich ein bisschen vor mich hin. Werde dann jetzt noch hier mit der Blendeseite ein bisschen kurz hier dieses Fallout so ein bisschen wegmachen. Das ist jetzt nicht viel gewesen. Das sind jetzt so ein paar Krummelze gewesen. Hier oben so ein bisschen vertiefen. Ich mag das in letzter Zeit irgendwie lieber, dass ich so 3 Töne nebeneinander setze, als dass ich die irgendwie anders mache. Irgendwie das gefällt mir aktuell lieber. Ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Ist das ein Halo-Eye? Ein Halo-Eye wäre, wenn das da heller wäre, ne? Gut, ja. Nach oben hin noch ein bisschen ausblenden mit diesem ganz hellen Ton. Einfach nochmal, um quasi auch ein Augenbrauen-Highlight zu setzen, weil die hat ja auch einen leichten Schimmer mit drin. Tempera.
So. Und Glistening, das ist dieser Ton hier, den setze ich mir als Inner Corner Highlight. Ich glaube, da kommt tatsächlich heute noch einmal jetzt hier gerade der, wow, der Postbote, ne? Manchmal wundert man sich, wann immer so die Postboten kommen. Ja. Rose Pink möchte etwas aufgebaut werden, weil er doch etwas schwach auf der Brust ist. Aber mir gefällt der Look richtig gut. Das gefällt mir richtig gut. Ne? Mhm. Ja, und unten drunter gebe ich mir einfach hier Rustic, den ich hier auch zum Vertiefen der Lidfalte genommen habe. Einfach nochmal so ein bisschen Dimension ins Auge bringen. Jetzt krümmelt er ein bisschen, beziehungsweise das habe ich ein bisschen tief gezogen. Na gut, ja, Augen sitzen, Augen stehen, Augenlook. Gefällt mir, ist auch nicht zu intensiv. Der gefällt mir ganz gut. Gut, 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 gut. Eyeliner. BH Cosmetics Liquid Liner. Da kann ich jetzt leider nicht so viel bei erzählen. Ja, ne? Den mag ich. Ich mag Filz Eyeliner. Ich mag den Eyeliner an sich auch sehr gerne, weil der einfach zuverlässig ist. Und ja, ne? Läuft. Mascara. Beziehungsweise Augenbrauen mache ich erst. Hier Dr. Pierre Ricot natürlich. Der Augenbrauenstift, den liebe ich. Den finde ich einfach super klasse, weil der passt voll zu meinen Augenbrauen. Passt voll zu dieser Farbe. Und ich finde, also damals habe ich nie Augenbrauen gemacht, ne? Also mir nie Augenbrauen gemalt, gezogen, wie auch immer. Aber seitdem ich angefangen habe, hier auch ein bisschen mehr YouTube zu machen, habt ihr mich auch tatsächlich dazu motiviert, mal ein bisschen mehr Zeit in meine Augenbrauen zu investieren und auch ein bisschen Farbe da mal dran zu lassen. Und ich finde das einfach mittlerweile so viel schöner, weil das einfach den Augen so einen Rahmen gibt, ne? Du musst es nicht doll machen, also das reicht ja schon, ne? Es reicht einfach nur, wenn du so ein bisschen deine Augenbrauen tunst und ja, so den Blick einfach offener erscheinen lässt. Man kann da einfach so viel mitmachen. Ich habe es noch nicht so hundertprozentig raus, also bei mir sind die echt so oft so unterschiedlich, aber gut. Dafür sind sie halt auch so unterschiedlich gewachsen, also ich denke nicht, dass ich sie wirklich komplett identisch hinbekommen werde. Ich bin auch kein Fan von diesen Insta-Brows oder so, ich glaube, die Zeit ist eh vorbei. Dass sich jetzt die YouTuber immer so Insta-Brows schminken. Deswegen, ne? Also da ist Natürlichkeit, glaube ich, mehr so gefragt. Und wenn man halt natürlich aus Natürlichkeit keine buschigen Augenbrauen hat, kann man sie sich natürlich ein bisschen auffüllen, aber jetzt nicht so intensiv. Übrigens hat mein Freund hier gerade was reingebracht in der Postbote ist gerade gekommen. Der hat uns hier gerade noch was gebracht. Da gucke ich doch gleich mal rein, was das ist. Aber ich möchte erst meinen Schminklook hier fertig haben. Jo. Ne? Augenbrauen sind eingefärbt, also das ist das, was ich halt quasi so mache. Dann nehme ich hier von Benefit den 24 Hours Brow Setter. Das ist einfach nochmal, um so ein bisschen Haltbarkeit reinzubringen. Dann bürste ich das gerne einfach so ein bisschen hoch und lege es dann so ein bisschen hin. Einfach um so ein bisschen, ne? Das geht ja ruckzuck. Aber du hast damit sowohl Augenbrauengel als auch Augenbrauen so ein bisschen Form reingebracht. Finde ich aufregend. So, ne? Das gefällt mir.
Okay, so, jetzt benutze ich einmal Fixing Spray. Da habe ich das Indigo Child Setting Skin Perfector von Hau. Das wurde mir auch zugeschickt. Und damit werde ich jetzt mein Gesicht einmal fixieren. Ja, auch dieser krasse Highlighter. Wow, der ist echt heftig geworden, ne? Krass. Ich glaube, da muss ich einmal kurz kommen. Einmal kurz noch ein bisschen mit dem Pinsel drüber gehen, dass er nicht zu extrem ist, weil das ist schon heftig. Hulla, 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 hulla. Okay, ja, ein bisschen was hat es weggenommen, aber auch nicht das meiste. Aber gut. So. Ha. Läuft. Gut. Dann, ja, nehme ich mir erstmal eine Wimpernzange. Da habe ich mir jetzt letztens eine geholt von Lookfantastic. Ist die von Brushworks. Da habe ich die im Lookfantastic Online-Shop bestellt. Einfach, um mal zu gucken, ob das bei mir überhaupt was bringt. Und ich verwende die jetzt einfach mal ein paar Tage und ja. Sehen wir dann ja, ne? Also verkehrt ist es nicht. Da knickt die Wimpern schon ziemlich nach oben, aber ja, läuft. Hat für mich jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, das hat jetzt voll den Wawawum-Effekt gegeben. Oh Gott, wie ich glänze. Okay, ja. Mascara Damn Girl von Too Faced natürlich. Habe ich hier aktuell auf dem Schminktisch liegen und die wird dann sukzessive aufgebraucht. Genau. Das ist bei mir immer so eigentlich, wenn ich hier meine also ich habe hier meine Schminkutensilien stehen und ich habe welche im Badezimmer für meine Arbeits-Make-up-Geschichten und hier ist halt so Ausgeh-Make-up und Schminky-Make-up und eigentlich alles ist hier vereint. Und da habe ich hier auf dem Tisch dann immer eine Mascara stehen, die ich dann so lange benutze, bis sie aufgebraucht ist. Genauso auch im Badezimmer, weil ich hatte das mal eine Zeit lang, dass ich zig Mascaren gleichzeitig verwendet habe. Und das hat mich echt geärgert, weil mir die dann teilweise eingetrocknet sind oder gekippt sind. Und da habe ich gesagt, nee, machst du nicht mehr. Machst du anders. Und dann habe ich das hier halt so, ne? Also, ja, weil Mascaren kippen oder trocknen die auch nur deswegen aus, weil du halt ständig reingehst. Und wenn du halt einmal eine Mascara benutzt und dir die dann in den Schrank stellst, ist es was anderes, als wenn du sie halt alle 2-3 Tage immer mal wieder benutzt. Deswegen. Ja, ne? Also, das ist jetzt Mascara in Schicht 3. Mag ich richtig gerne, gefällt mir. Finde ich klasse. Ja. Ne? Irgendwie habe ich hier so einen, keine Ahnung, Punkt. Weiß auch nicht, ich glaube, das ist auch eher so ein Schatten, aber naja. So, jetzt zoome ich dich mal wieder raus, weil ich jetzt zum letzten Schritt übergehe, nämlich zu den Lippen. Zu diesem schicken weihnachtlichen Oberteil gehören auch weihnachtliche Lippen. Da habe ich von Trend It Up Soft Color Butter Pen. Das ist dieser hier. Und ja, den habe ich jetzt bei meinen Adventskalender-Unboxings zuhauf getragen und den setze ich mir jetzt auch. Ja. Hier habe ich ein bisschen, oder? Nö. Ja, der hat so einen leicht blaustichigen Unterton, aber dadurch lässt er halt die Zähne entsprechend weißer erscheinen und lässt das alles irgendwie auch cooler aussehen. Also im wahrsten Sinne des Wortes ein etwas kühleres Rot ist das. Ihr Lieben, das ist jetzt tatsächlich mein fertiger Look zu dem ja, Christmas Make-up in 30 Minuten. Stopp. Ernsthaft, also immer wenn ich filme, ich kann nur Sequenzen von einer halben Stunde filmen. Jetzt ist gerade nämlich meine Kamera auf ja, 29,59 gesprungen und den Abspann kann ich jetzt tatsächlich noch drehen. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich wünsche dir frohe Weihnachten und lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir einfach mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und das noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!